Die älteste und berühmteste Pagode von Xi'an erinnert an Chinas goldenes Zeitalter. Hier in Xi'an, der alten Hauptstadt des Reiches, beginnt die Seidenstraße und unsere Reise. Die Mönche sind die Erben der Pilger, die einst über die Seidenstraße die großen Weltreligionen, vor allem den Buddhismus, nach China brachten. Die Seidenstraße war stets mehr als nur ein Handelsweg. Auf ihr reisten Ideen und Philosophien, die China bis heute prägen. Die Mönche sind damals wie heute Wächter des Glaubens und des Mythos Seidenstraße. Hier sehen wir es zum ersten Mal. Im neuen Reich der Mitte erlebt die Religion eine Wiedergeburt. Xi'an, noch vor 10 Jahren eine Stadt im kommunistischen Dämmerschlaf, mit gerade einer Handvoll registrierter Autos, hat die Lichter angeknipst, in der Vergangenheit ihre Zukunft entdeckt. Öffnung, Marktwirtschaft, Wachstum. Die neue Zeit hat ihre Schlagworte und ihren Vater. Deng Xiaoping, der verstorbene Parteipatriarch, hat diese zweite chinesische Revolution eingeleitet, gilt auch als Vordenker der neuen Seidenstraße. Sein Wort, reich werden ist ruhmvoll, löst eine Art Goldrausch aus. Auf Xi'ans Flanier- und Einkaufsstraße, wo sich einst die Karawanen in Richtung Westen sammelten, entstehen fast täglich neue Konsumtempel. Auslandschinesen aus Taiwan bis Singapur haben Milliarden investiert. Der Geist der Seidenstraße lebt wieder auf, auch der Glanz. Für Geld lässt sich wieder alles kaufen. Neue Seidenstraße nennt sich die halbstaatliche Agentur, die sich rühmt, die schönsten und elegantesten Models des Landes auf den Laufsteg zu schicken. Neue Seidenstraße heißt doch die Musik, nach der sie heute schreiten.